Okay, wir haben hier gerade einen sehr seltsamen Effekt, der wahrscheinlich nicht so aussehen soll, aber wir kommen auch gerade zu einem wahrscheinlich sehr interessanten Kampf hier. Oder zu einem sehr interessanten Dungeon, wo es zu einem Kampf geht. Auf jeden Fall scheint das ein Grafikbug gewesen zu sein. Hat sie Nur Keike gespielt? einer von uns wird. Oh, jetzt geht's los. Aber ganz ehrlich, wenn ich sie besiege, dann ist sie ja eigentlich tot, ne? Okay, jetzt, ich vermute mal dann, wenn wir das Leben richtig runtergezogen haben, dann geht es so richtig los bei ihr. Okay, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Oh, die Gespenster platt zu machen, ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Die halten mehr aus als die normalen Gespenster. Es kann ja heiter werden, wenn die sich jetzt öfter hinter so einem Schutzding versteckt und wir erstmal diese Viecher platt machen müssen, dann ist klar, dass ich meine Heiltränke dafür brauche. Oh. Erinnert mich so ein bisschen an Soltun Kull bei Diablo Immortal. Auch, dass solche Orkane schleudert und solches Zeug macht. Oh. Okay, da darf man nicht so nah ranstehen. Na komm, wo ist er? Haha, Immunität, damit hast du nicht gerechnet. Oh, Mist. Habe ich nicht geschnallt, dass sie das Ding macht und bin zu nah angegangen. Okay, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus gerade. Okay, jetzt sieht es wieder schlecht aus. Mit Blitzen schießen, aber mehr kann sie auch nicht. Oh, doch, sie kann doch mit Tornados mich jagen. Gott, ich hasse Tornados. Ich hasse bei Soltun Kull Tornados und ich hasse bei ihr auch Tornados. Na komm. Stirb endlich, damit ich mich um den Boss hier kümmern kann. Ah, diese Blitzattacken aber auch immer jedes Mal. Ah. Ab wann explodieren denn die Tornados? Ab einer bestimmten Distanz? Okay, es war schon mal einer. Ah, Blitz, Blitz, Blitz. Ich will ja auch nicht gleich sofort meine ganzen Attacken verpulvern. Ich wollte eigentlich weggehen. Naja, egal. Da kommt nochmal ein Tornado. Triff sie selbst, triff sie selbst. Komm schon. Bleibt er dort stehen? Bewegen sich die Tornados dann nicht mehr? Wo ist sie? Ach, hier. Oh, das ging ja einigermaßen, im Gegensatz zu anderen Bossen vorher. Kurz aus dem Weg. Wir wissen ja nie, was hier noch für Attacken passieren. Okay, Feuer ist auf jeden Fall dabei.
stehe ich nicht nur im Gift, jetzt stehe ich im Feuer. Gut, dass wir so viel Kälteimmunität haben. Das Gute ist, der ist nicht ganz so agil wie manche Bosse. Aber da kommen bestimmt noch ein paar Attacken, weil wir sind ja gerade erst dabei, eben ein bisschen einzuheizen. Und dann am Ende ist wahrscheinlich hier alles voller Flächenschäden mit Feuer. Also das heißt, Feuerwiderstand gegen den Boss auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, wo willst du denn jetzt hin? Bleib doch mal hier, Mensch! Oh ja, ziemlich viel Feuer. Muss man sich echt eine Stelle suchen, wo man angreifen kann. Kann es sein, dass meine Hündchen verendet sind? Bleib doch mal stehen, Junge. Oh, ich komme nicht raus. Ich komme nicht rausgesprungen. Ich kam nicht weg. Er stand irgendwie auf mir drauf, der Boss. Ich hasse Feuer. Es brennt. Mama, es brennt. Ich komme nicht weg. Er steht irgendwo direkt davor und ich komme nicht weg. Wie gemein. Also, den hätten sie ruhig ein bisschen dünner machen können. Muss mal ein bisschen abnehmen in der Hölle hier. Lass mich doch mit deinem blöden Feuerkack. Oh ja, Immunität. Sehr gut. Schnell drauf. Bevor wir wieder was abkriegen. Wir könnten es schaffen, ohne allzu viel Schaden zu bekommen. Ich sag ja, am Ende ist hier alles voller Flächenschaden, voll Feuer. Und wir stehen mittendrin. So, ich gehe mal ein Stück weg, vielleicht kommt er hinterher. So, meine Hunde kann ich ja dann schon mal in der Zwischenzeit nochmal auf ihn draufhetzen. Jetzt steht er in der Ecke und schämt sich. Dum bum bum. So, kommst du zufällig auch nochmal her? So, jawohl. Genau, das wollte ich nämlich, dass er hier aus seiner Deckung rauskommt. Ich glaube, er macht den Flächenschaden so, dass er selber nicht drin steht. Und geschafft. War gar nicht so schwierig. Es sei denn, der Reiter springt jetzt ab und der Hund ist nur tot. Das kann ja auch mal sein, ne? Zweite Stufe vom Bossfight. Wir müssen gegen den Typen kämpfen. Ah, puh. Geschafft ist geschafft. Egal wie, ne? Okay. Eine tiefe Stimme sagt, hier brennt ewiger Hass. Jetzt wird's lustig. Was ist los? Oh, Feuer. Oh, hier. Eine Erinnerung? Druiden als Geister. Ah ja, die zeigen uns jetzt, was passiert ist. Gleich wird's dunkel und düster und brennt überall.
Okay. Ah ja, hier sind schon ein paar Dämonen. Boah, die Viecher hasse ich hier. Schwebeverbrennerin. Kriegen wir mal Feuerschaden von denen. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen umgucken, um herauszufinden, wo wir dann hin müssen. Die Geister zeigen uns, glaube ich, den Weg. Also in der Klosbeta war ich schon mal hier. Allerdings in einem höheren Level. Und da war es dann, glaube ich, so, dass die Geister einen so ein bisschen geführt haben. Und man musste an verschiedene Stellen und dann ein paar Gegner besiegen. Ich habe übrigens noch den sechsten Heiltrank freigeschaltet, was es vielleicht ein ganz klein wenig besser für uns macht. Ganz klein wenig. Nicht übertreiben. Ich will jetzt mich eigentlich auch nicht nochmal extra mit denen anlegen. Ich will hier nur durch zum Boss, sonst brauche ich wieder Tränke. Ich kümmere mich dann nachher um euch. Ah ja, jetzt kommt nämlich der Boss hier. Oh, da hat mich was erwischt. Wo ist er hin? Ah, da. Oh, habe ich schon jetzt so viele Tränke gerade verbraucht? Oh Gott. Soll ich das noch durchhalten gegen den? Er lässt sich ja auch nicht zurückstoßen oder sowas. Na, guck mal, wie viel Tränke ich hier verbrauche schon. Das ist nicht gut. Die Anzahl an Tränken, die ich gerade schon verbraucht habe. Okay, hat mich zurückgestoßen. Jetzt kommen hier... Oh, extra Gegner. Das sieht echt schlecht aus für uns. Hat uns irgendwas getroffen? Ich glaube, da hilft uns so eine Gruppe. Oh, oh, oh. Er hat mich schon wieder erwischt mit seinem komischen Zeug. Ah, ich habe keine Tränke mehr. Mist. Gar keine. Zwei noch. Ah, da liegt noch einer. Weg. Ich weiß immer nicht, gehen die Projektile jetzt tatsächlich dahin, wo dieser Feuerstrahl kommt, oder ist das was Separates? Sah so komisch aus jetzt. Naja, ich weiß, dass ich keine Tränke mehr habe, aber irgendwie muss ich den ja besiegen. Autsch, das war ein Satz mit X. Wenn man jetzt sagen könnte, ja, der Boss, ne, der ist sowieso hinüber, hat noch, wenn ich jetzt nicht neu anfangen müsste, sein Leben runterzurocken, dann könnte man es schaffen, aber der ist ja noch nicht mal mehr verletzt. Wenn ich jetzt zu ihm komme, ist er wieder komplett bei 100%. Ich glaube, das schafft man nicht in unserem Zustand. Vielleicht muss man doch eine Gruppe suchen. Bei manchen Bossen bin ich ja dann zuversichtlich, dass das machbar ist, aber ich glaube, hier bin ich nicht zuversichtlich. Gleich zu viele Heiltränke verbraucht, direkt am Anfang. Ja, wir starten natürlich direkt... Hä? Wie trifft er mich denn, wenn ich neben ihm stehe? Hat er das gesehen? Ich stand doch daneben.
konnte er uns denn dann eigentlich treffen? Dieser, der sah echt mies, ne? Ich habe kaum noch Geisteskraft. Gar keine richtige Zeit, mal auszuweichen seinen Attacken. Und so richtig Schaden nehmen will er auch nicht. Diesmal hat es besser geklappt. Vielleicht bin ich doch etwas zuversichtlicher. Wir stehen mal noch in der... Oh, ich wollte gerade sagen, wir stehen noch ein bisschen in der Blase drin, aber nein. Ey, ich stehe hinter dem. Wie trifft er mich? Ich stehe überhaupt nicht nah dran und trotzdem kriege ich irgendwie Schaden, obwohl er... Okay, wir haben ihn vielleicht tatsächlich bald. Okay, weg da. Ich glaube, die Taktik heißt einfach, um ihn herum sich bewegen, langsam aber sicher. Wir haben sogar eine fast volle Heiltränke jetzt gerade gehabt. Wo läuft er denn hin? Ah, okay. Was ist los? Ach, er verschwindet jetzt vielleicht öfter. Au, 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 au. So, volle Damage Power. Oh, wir schaffen es tatsächlich. Wie kommt es denn, dass ich jetzt plötzlich besser war als gerade eben? Ein Ring. Ringlein, Ringlein. Du musst wandern. Von einem Bär zum anderen. Wenn einem vergifteten Gegner ein Werbär-Fertigkeit schaden. Okay, ich habe jetzt nichts direkt mit Vergiften, aber wegen Widerstand gegen Feuer und Schatten. Ich meine, ich habe jetzt immer versucht, auf Kälte zu gehen.